Ich übernehme 48 Stunden den FIFA 23 Account eines Abonnenten und das ist passiert. Leute, eine absolut geile Folge, deswegen schaut sie euch von Anfang bis Ende an. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen, wenn wir wieder die 1000 Likes knacken. Ihr feiert das extrem, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Credits gehen übrigens raus an alle, die das schon vor mir gemacht haben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du ein Abo da lässt auf diesem Kanal, wenn du neu bist und das noch nicht getan hast. Und wenn du willst, dass ich auch mal deinen FIFA 23 Account übernehme, dann musst du auf jeden Fall ein Abo da lassen und mir auf Instagram folgen. Auf Instagram heiße ich Jenk. Link in der Beschreibung. Schick mir dort einfach dein Team eine DM, wenn du willst, dass ich auch mal deinen FIFA-Account übernehme. Ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Ich bin gerade vor meinem Bildschirm. Hier seht ihr es. Ich habe mich noch nicht in den Account eingeloggt, beziehungsweise ich bin eingeloggt, aber noch nicht in Ultimate Team. Wie baller ich weg? Mit HSV-Wappen? Er ist der Hamburger? Wie cool. Noch geiler. Ich mach meinem Stadtkollegen einfach eine Freude. Wie geil. Okay, komm. Wir gehen mal rein. Ich bin gespannt, ob der Account schlecht ist. Ich habe wirklich noch wirklich sehr, sehr wenig Ahnung, was der hier in seinem Team hat, etc. Ich hoffe, er hat ein, zwei coole Spieler, mit denen man arbeiten kann. Neues Event auch noch nicht mitbekommen, weil wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich gar nicht in Hamburg war übers Wochenende. Aber jetzt am Sonntag bin ich da und wir schauen uns den Account an. Die baller ich weg, hat 26.541 Münzen. Sagt erstmal noch gar nicht so viel aus. Ich hoffe, er hat hier wieder hier das Sprachenlernen Bubble. Vorschau-Pack? Nö, versuchteter Sucht, die hat das hier wieder gezogen. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins, dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch, erster Link in der Beschreibung. Aber okay, ich hoffe, wir haben ein bisschen Futter, dass wir die ein oder andere SBC mitnehmen können, weil sonst wird es ein bisschen hart. Wir schauen mal rein, welche Division ist der Mann. Division 7 sieht schon mal gut aus. Er ist auf jeden Fall für die Quali qualifiziert. Er hat auf jeden Fall genug Punkte. Das heißt, ich muss gleich mal die Quali spielen. Das mache ich aber hier nicht in der Aufnahme, sonst wird es ein bisschen langweilig. Ich spiele die kurz. Dann haben wir da auch wieder ein paar Packs. Dann gibt es noch Weekend League Picks. Sehr, sehr geil. Um ehrlich zu sein, möchte ich mal erstmal seinen Transfererlös sehen. Was hat der Mann hier für einen Transfererlös? Er heißt Yasin. Er hat 1,3 Millionen. Okay, das sieht gar nicht mal schlecht aus. 230.000 Spieleinnahmen. 1,3 Millionen Transfererlös. Sehr, sehr cool. Mehr als seine Freunde auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr geil. Da bin ich mal gespannt. Das heißt, das Team kann eigentlich gar nicht so schlecht sein, um ehrlich zu sein. Ne? Also wir müssen uns das ganze Ding mal gleich angucken. Schauen noch mal rein, was hat er hier eventuell für Ziele schon abgeschlossen. Aber nicht wirklich viel. Gavi als Rechtsverteidiger gekommen, wie geil. Aber nicht viel, ne? Nicht viel. Für Champions Bonus? Ah, die Rivals-Partien hat er abgeschlossen. Er spielt kein For Champions. Aber ich spiel's für heute für ihn. Wie gesagt, wenn du auch willst, dass ich für dich For Champions spiele, einfach auf Instagram folgen und anschreiben. Jetzt die Frage aller Fragen. Hat der SBCs mitgenommen? Hat der coole SBC-Karten im Verein? So, wir sind jetzt gleich bei der letzten Seite. Hat er irgendwas Cooles mitgenommen? Ich glaube, Carlos Alberto. Ah, Totspick, beziehungsweise Totspack, aber sonst wirklich gar nichts. Und ich weiß, es ist 89 plus Hero Pack rausgekommen. Icon-Spielerwahl favorisieren wir. Jahresrückblick favorisieren wir. 89 plus Hero Pick. Ich glaube, den werden wir machen. Wenn er machbar ist mit seinen Coins und seinen Spielern im Verein, dann nehmen wir den auf jeden Fall mit. Aber ansonsten ist hier auch wirklich nicht viel. Da haben wir auch eigentlich jetzt schon genug geschnackt. Wir gehen in sein Team. Ich bin gespannt, mit was dürfen wir diese Weekend League zocken. Ich mache meine Augen zu. 3, 2, 1. Wir sind jetzt beim Keeper. Pope in Gold. Naja. Aber Pope, der war in FIFA 17 OP. Ich vertraue hier wieder auf ihn. Gehen wir direkt weiter. Fabio Leihspieler. Alle mit diesem Fabio Leihspieler. Schon bei der letzten Episode hatte der Mann den. Und warum haben die immer 50 Leihspieler auf den? Geisteskrank. Gehen direkt weiter. Carlos Alberto, unser Mann. Der muss diese Verteidigung sehr, sehr stabil halten. Muss er. Weiter. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, als er 1,3 Millionen Transfererlös hatte, aber das ist gar nicht gut. Wir gehen weiter. Ah, okay, beide. Beide Team of the Season. Vielleicht aus diesem garantierten Pack gezogen. Cool. Nehme ich mit. Cole, Leihspieler, absolut Müll. Weiter, Saul, absolut Müll. Touré Hero gekauft für 37.000 Münzen. Sag ich dir ehrlich, muss man vielleicht auch mal verkaufen und das Hero Pack damit machen, ne? Sag ich dir ehrlich, Bro. Gehen weiter, San Maximin. Cruyff, ey, mit Icon Cruyff. Der Mann muss das vorne regeln mit Crouch. Sehr geil. Auf der Bank haben wir noch einen Lomeka. Okay, 94er. Ich glaube, er muss dran glauben, leider. Ich glaube, er muss beim Hero Pick dran glauben. Haben wir irgendwie Futter noch im Verein? Der Mann braucht unsere Hilfe. Ich sag ehrlich, wir müssen diesen Touré verkaufen und dann hoffen, dass wir irgendwas Cooles aus diesem Hero Pack ziehen, weil wir brauchen die Münzen für das Pick. Und wir schauen uns erstmal jetzt an, was können wir dafür abgeben. 85er und 86er Team. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh, das wird ganz schwierig. Das wird ganz schwierig. Wir geben auf jeden Fall hier diesen Lomeka ab. Wir können... Na, Touré geben wir natürlich nicht ab. Ja, und damit war es das auch, ne? Dann müssen wir hier einfach mal aufhören mit den ganzen Goldkarten. Scheiße, das wird nichts. Oh mein Gott, was sollen wir machen?
glaube, wir müssen erstmal die Quali zocken und dann können wir eventuell das Pick hier machen, weil das ist ja bodenlos. Das war gerade der größte Struggle ever in dieser Quali. Ihr habt das Team ja gesehen, ich hatte gefühlt nur Goldspieler und ich stand 0-3. Das heißt, ich musste aus den letzten 7 Spielen 5 gewinnen, um hier mich zu qualifizieren. Leute, 0-3, ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Ich habe schon meinem Cutter, meinem Designer Bescheid gesagt. Das wird ein mega Fail-Video, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht wie, aber wir haben dann auf einmal 5 Spiele hintereinander gewonnen oder so. Richtig krass. Und damit sind wir jetzt bei 19 Punkten, müssen jetzt nur noch ein Spiel quitten, beziehungsweise einen Sieg verschenken und dann sind wir durch. Ja, okay, wir müssen nur 4 Spiele gewinnen, stimmt. Die 4 Spiele haben wir jetzt in Folge gewonnen, geisteskrank und wir sehen uns gleich, wenn wir uns qualifiziert haben. So, wir haben dem Gegner natürlich den Sieg geschenkt, wir haben die Champions Finals erreicht, wir beenden die Playoffs, Gott sei Dank, und kriegen Rang 5 Rewards. Was sind das nochmal für Packs? 2x, seltene Goldpacks und ein Prime Goldschilder Pack. Sind nicht die besten Packs, aber auf diesem Account würden selbst 10.000 bis 20.000 Münzen helfen. Wir haben hier gefühlt 20 verschiedene Ziele, die ich am Einsammeln bin, aber es gab noch kein einziges Pack, was wir bekommen haben. Das ist ein bisschen traurig, wobei ich glaube hier, 83 plus Doppelpack, 2x84 plus Pack, unser SBC Futter. Wir holen es uns hierher. Wir müssen so hoffen auf die Walkouts. Wir müssen hier so auf die Walkouts hoffen. Ist das krass. Let's go. Direkt nächstes Pack mitnehmen. Vielleicht haben wir noch hier irgendwas mit im Pack. Ne, hier auch nur Münzen und EP. Aber wir haben noch hier bei Saisonfortschritt. Bitte ein Pack. Bitte ein Pack. Bitte ein Pack. 3x83 plus Pack und uns fehlen nicht mehr viele XP für die 85x10. Geil. Wir nehmen das hier mit 3x83 plus. Und wenn wir hier ein bisschen Packluck haben, können wir gleich die Hero SBC machen, bevor wir in die Weekend League gehen. Wir haben jetzt echt einige Packs, aber die beiden hier, diese beiden hier, die sind immer so schlecht bei mir. Die öffne ich direkt weg. Die öffne ich direkt weg. Oh, bitte vielleicht ein 84er oder so. ZM Spanien, 83er Koke. Ist okay, immerhin. Ist okay, für den Verein ist das super. Hier, Koke direkt rein für Saul. Wow. Und weil die Packs so schlecht sind, Nummer 2. Let's go. Gib mir was. Ich will einmal, mein Ziel ist es in diesem FIFA noch einmal ein Walker oder so ein Pack. Ohne Witz. 83er Stones nehmen wir auch mit. Ist da noch irgendein 83er vielleicht hinter? Nö, Pepe. Okay. Eines Tages werde ich das erreichen, Walkout rausziehen. Aber okay, Prime Gold Spieler Pack klein. Die haben uns eigentlich nicht enttäuscht bisher. Aber auch hier kein Walkout Portugal. 83er Pereira. Okay, bisher kommen wir nicht über die 83 hinaus. Aber wir haben hier noch ein paar coole Futterpacks. Und die müssen jetzt regeln. Weil ich sag ehrlich, mit 83ern kann ich nicht viel anfangen. Und wenn ich jetzt hier 84er und 83er ziehe, bin ich stinksauer. Ohne viel reden, einfach rein. Ohne viel reden, kein Walkout. Kein Walkout. Kein Walkout, 83, wie ich es gesagt habe. Das ist so ein Trümmerbruch. Angelino, ist das hart, ist das hart. 2,83er, wie ich es gesagt habe. Ey, wenn jetzt hier auch 2,83er rauskommt, bin ich richtig abgefuckt. Walkout, immerhin, bitte was Hohes. Frankreich? Forward. Oh, 87, mein Jan, komm. Dahinter ein Shapeshifter jetzt, ganz einfach. Wow, wir wurden auseinandergenommen von diesem Pack. Ach du heiliger Bimbam, ich glaube, das wird sehr schwer mit dem SBC-Ding. Ich brauche diese SBC, bevor wir in die Weekend League gehen. Komm, Nase, mit der Nase des Packlucks, Bro, bitte. Nicht mal hier ein Walkout, 2x84, wir kriegen 2,84er. Ist das bodenlos. 2,84er, wie ich es predicted habe. Diese Packs sind solche Verarsche von EA. Wir müssen irgendwie hoffen, dass es trotzdem reicht. Weil ganz ehrlich, wir haben doch so wenigstens einen 87er hier gezogen. Touré können wir vielleicht verkaufen. Hier, komm mal, wir tauschen das schon mal aus. Dann haben wir noch ein paar Münzen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall hier bemühen, dass wir das hinbekommen. So funktioniert es. Ich habe Toni Kroos noch gekauft und ich habe ein bisschen Angst, weil das ist jetzt eigentlich unser Striker gewesen. Aber wir müssen es riskieren. Wir brauchen diesen Hero-Pick. Und ich sage ehrlich, wir geben das 86er-Team ab. Und ich habe wirklich Angst, dass es nicht reicht fürs 85er-Team. Wir haben 12.000 Münzen, kaum noch Futter und wir müssen Touré verkaufen. Und das Pack muss es werden. Gib mir ein Walkout. Gib mir doch ein Walkout, nicht mal ein 83 plus. Oh mein Gott, nein, Rafa. Irgendwas dahinter vielleicht? Wir müssen discarden. Wir müssen discarden. Hier, zack, weg damit. Einfach. Nein, der nicht. Weg damit. 1.300 Münzen müssen mitgenommen werden. Touré hat sich verkauft. Wir haben 44.000 Münzen. Team steht schon halb. Ich glaube, wir kriegen es hin. Wir haben dafür zwar alles abgegeben, was ging, aber ich sag ehrlich, wir brauchen diesen Pick und wir brauchen auf jeden Fall was krasses. Wir brauchen einen geilen Sechser für Touré, den wir gerade verkauft haben, oder einen geilen Stürmer für den 94er Stürmer, den wir gerade abgegeben haben. Aber ich bin ehrlich, gegen den Lucio habe ich auch nichts, wenn wir einen coolen Innenverteidiger ziehen, einen coolen Außenverteidiger, einen coolen Flügelspieler, irgendwas Cooles einfach. Es kann eigentlich nur
nur cool sein, weil in diesem Team geht es eigentlich alles zu verbessern. Nein, uns fehlen 3400 Coins. Wir brauchen einen 88er hier. Müller geht nicht. Wir müssen Sachen verkaufen. Wir müssen Sachen verkaufen oder Warte. So? Und so muss doch gehen, oder? Es geht! Können wir jetzt Müller benutzen? Bitte. Kostet Müller mehr als 12.000? Ich hoffe nicht! Komm, 12.000. Nein! Gib mir Müller! Ich kann nur so hoch. Höher geht nicht, yay. Gib ihn mir. Ich habe ihn zweimal verpasst gerade. Ein paar Sekunden später. Oh. Ja, wir haben's. Oh mein Gott, was war das gerade für ein Krampf? Wir haben die SBC gepackt, wir geben ab. Wir haben keine Spieler mehr im Verein, wir haben 167 Münzen. Und ich hoffe, dieses 89 plus FIFA World Cup, Foot Fantasy oder Trophy Titan Held, Spielerpick, Spielerwahl, wie man es auch nennen will, lohnt sich. Ohne Witz, 1 von 5, das muss doch was werden. Guck mal, wir haben hier so ein cooles, schönes Gesicht drauf. Eigentlich gar nicht schön. Das muss was werden, ich bin gehypt. Bevor ich den Pick öffne, schreibt jetzt in die Kommentare, was denkt ihr? Ziehen wir ein Win oder ein L? Wen ziehen wir? Schreibt mal irgendwie sowas in die Kommentare, was ihr denkt, was wir ziehen. Ohne Schummeln. So, wir gehen rein in den Pick. Ich öffne das Teil. Es ist offen. Ich gehe direkt auf R3 und wir hoffen jetzt auf eine coole Karte. 87 Dribbling ist direkt schlecht. Solskjaer, der erste schlechte. Aber er würde uns trotzdem weiterhelfen, lustigerweise. Und er ist sogar Premier League. Also ich sag ehrlich, sogar der würde uns helfen. Pick Nummer 2. 80 Füße, sieht gut aus. 90 Dribbling, 83 passen. Oh, okay, Forlan, ja. Von den Stats her nicht verkehrt, sag ich ehrlich, aber ist auch keine Karte, auf die man unbedingt Bock hat und passt auch nicht wirklich rein. Wobei, doch, passt rein, aber ist trotzdem keine Karte, auf die man Bock hat. Drei weitere haben wir noch, ne? Und es ist ja, Es ist Lucio. Es ist Cola. Junge, mal hat der 92 Physis, mal hat der 95 Death. Ich weiß nicht, wie seine scheiß Karte aussieht bis heute. Ich habe den schon 10 Mal gezogen in meinen Picks. Ich weiß bis heute nicht. Ich weiß erst ab dem Set 75 Pace, das erste ist. Dickes F bis jetzt. Wir haben noch zwei weitere. Bitte, Bro, 93 Dribbling. Das kann nur was Gutes sein. Ah, okay, Cole, aber ist okay. Kann man mitnehmen. Und der letzte. Ja, okay. Okay, wir wurden komplett hops genommen, aber ich denke mal, wir wissen alle, dass wir hier Cole mitnehmen werden. Er kann viele Positionen spielen, nehmen wir mit und der wird es. Ja, so sieht das Team jetzt aus. Alles voller Dream Squad Spieler und wir haben, ach Mann, wir haben einfach keine Spieler mehr jetzt im Verein. Hilfe. Ohne Witz, wir haben einfach keinen ZM mehr im Verein, der passen würde. Deswegen müssen wir jetzt mit einem Bundesligaspieler spielen, der komplett keine Chemie gibt. Wir spielen mit Van Persie für 3 Spiele, mit Nesta für 7 Spiele und ja, das ist das Team. Wir geben dem Mann auf jeden Fall hier nochmal einen Maestro. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt zu ihm passt, aber wir müssen hier auf jeden Fall ein paar Chemistry Styles verteilen, bevor wir reingehen. Backbone kriegt der Mann kriegt, die kriegen jetzt einmal alles, was vorgeschlagen wird, weil ich brauche hier Chemistry Styles in der Weekend League. Auch Maestro, hier im Mittelfeld aus So und Saul. Koka haben wir leider auch abgegeben, aber egal, Hunter für Saul auch wichtig und der Mann kriegt natürlich verständlich auch was und damit haben jetzt alle Spieler endlich einen Chemistry Style. Damit kann man schon mal arbeiten. Van Persie, Cruyff, Cole, Nesta, Carlos Alberto, Balde, Saint-Maximin und Fabio. Sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Auch wenn es Leihspieler sind, aber wir müssen damit auf jeden Fall arbeiten, diese Weekend League. Taktiken kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Ganz klassisch 4-2-2-2, ausgeglichen. 44, 47, hier auch ausgeglichen. 49, dann hier 7 oder 8 oder was das ist. 2, 1, dann Aufstellung Cruyff, Van Persie im Sturm. Cruyff und Van Persie natürlich Seitenswitch. Und dann sollen die Abwehr überlaufen und die anderen Mittelfeldspieler und Abwehrspieler sollen einfach hinten bleiben. Mehr habe ich gar nicht eingestellt. Und damit kann man auf jeden Fall in die Weekend League gehen. Ich habe ein bisschen Angst. Quali war schon wirklich hart. Das könnte jetzt wirklich der maximale Bruch werden. Ich gehe auf 11 Siege, aber kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie nur 9 schaffe oder so, weil das Team ist wirklich sehr, sehr nicht so gut. Aber ich gebe mein Bestes. Wir gehen rein. Um ehrlich zu sein, möchte ich euch das Gameplay gar nicht zumuten, weil ihr seht es, wir sind bei 41 von 45 Punkten und stehen so 8-9. Noch nie so gestanden. Ich sag ehrlich, ein bisschen Motivation ist auch verloren gegangen während der Weekend League. Aber ihr habt das Team ja gesehen, das ist komplett schlimm. Wir haben kassieren so oft in der ersten Minute direkt Bohr und so und deswegen das bockt einfach nicht. Nach 2-3-0 gehe ich dann meistens immer direkt raus. Aber wir holen die 9 Siege, damit haben wir auf jeden Fall einen Pick und 84 plus Pick, 100k Pick, 50k Pick, das wird auf jeden Fall auch schon helfen. Wir gehen jetzt ins hoffentlich letzte Spiel rein und schauen, dass wir das Ding gewinnen. Mittlerweile sieht das Team so aus, ich musste wieder ein bisschen was austauschen, weil hier, ne, ihr wisst ja, Leihspieler sind ausgegangen. Der Mann hat hier noch sein letztes Spiel jetzt. Hoffentlich können wir ihn jetzt noch in dem letzten Spiel gebrauchen.
wir gehen rein. Das ist das Team des Gegners, ja. Wie die anderen Teams auch, viel zu gut für mein Team. Aber wir schauen mal, was geht. Zahl Maximin. Oben steht Kreuf. Kreuf! Kreuf! Was ein Ding! Was ein Brett! Oh mein Gott, so wichtig. Kreuf, Sam, Maxim, Cole, die drei retten echt diese Weekend ein bisschen, ne? Ach, Digga. Dieses Scheißspiel. Nervig. Kriegt er den? Der kriegt den. Der kriegt den! Cole, ich sag ja, er und Kreuf, ne? Die retten meine Weekend League so krass. Ey, wir müssen das Ding gewinnen. Wenn er den macht, geh ich raus. Dank. Viel Spaß, Bro. Hast deine Lebenszeit verschwendet. Mein Gott, ist er... Der ist so peinlich, Bro. Ohne Witz. Sorry. Sorry, Chat. Ich geh raus. Aber wie unangenehm ist das bitte für ihn, wenn er da mit seinem scheiß Mbappé und so kommt und nicht mit so einem fucking Goldteam. Und der Mengui drückt beim 2-2. Boah, diese FIFA-Community. Ganz, ganz unangenehm. Macht jetzt halt auch einfach mal Rafa. Komm, Rafa. Rechtsverteidiger, passt. Jetzt, das Ding muss es werden, ey. Komm, zeig mal her, was hast du für ein Team, Bro? Italia, Yashin, Prime-Icons, ganz viele Icons, Shapeshifter-Karten. Das kann wieder witzig werden. Cole, super gemacht. Super gemacht, 1-0. Bro, sag, sehe ich wieder so ein Scheiß-Tor, ne? Die haben da alle ihre kranken Team-of-the-Season-Karten und so. Und ich kassiere so eine Kack-Tore. Und dann macht Kreuf den nicht mal. Ich werd so gebrochen. Komm, Isak! Isak! Macher! So ein Lucky Tor, aber egal. Nehmen wir mit. Komm, nochmal rüber. Nochmal rüber. Nochmal rüber. 3-1 ist es. Wir haben unsere neuen Wins. Ich bin zufrieden. Er hat mich verarscht. Er hat mich verarscht. Kreuf. Kreuf. Und jetzt geht er raus, oder? Geht er immer noch nicht raus? 4-1. Ohne Sinn. Einfach Saul, mein 80-rated Mittelfeldspieler, macht ein Tor. Ich fasse es nicht. Digga, mit 76 Schuss und 69 Pace, 5-1. So, 6-1. Verstehe nicht, was das von ihm soll. Geh doch einfach raus, Bro. 6-1 zur Halbzeit. 7-1. Was soll ich sagen? Der Mann geht nicht raus. Boah, crazy, Bro. Aufholjagd geht los. Der Mann hat so unsere Lebenszeit verschwendet. Macht hier noch ein Ding oder was? Geil, sogar mit Latte. Ich gönn ihm das. Und damit sind wir endlich durch. Der Mann hat hier gerade 10 Minuten unserer Lebenszeit geklaut. Egal, Jacke wie Hose. Wir haben unsere neuen Wins. Entschuldigt mich, es ging nicht besser. Ich wurde von dem Spiel auseinandergenommen. Ich krieg Depressionen gefühlt wegen dieser Weekend League. Also es ist wirklich schlimm. Diese Weekend League nimmt mich auseinander. Vor allem mit diesem Team, das war komplett schwierig. Und ich weiß, es wird nicht die krasseste Verbesserung sein, aber es wird eine Verbesserung sein. So, wir schauen uns mal die neuen Siege-Rewards an. Was bekommt man da überhaupt? Wir kriegen einen 84-Plus-Pick, einen roten Pick, 50k-Pick, 100k-Pick und 25.000 Münzen. Also das ist auf jeden Fall ein dickes, dickes Upgrade für den Mann hier. Plus, ich glaube, wir müssten jetzt das 10x85-Plus-Pick haben. Wir haben auf jeden Fall zwei Ziele abgeschlossen. Ich hoffe, wir kriegen damit genug XP zusammen. Zeig ich mal her. Hier, für Champions-Bonus, 84-Plus-Pack kriegen wir nochmal. Sehr, sehr cool. Und 5 Siege, was gibt das? 3x84-Plus-Pack, auch sehr, sehr cool. Aber es fehlt noch leider ein bisschen was für das 10x85er. Sehr schade, sehr, sehr schade. So, wir machen das 84-Plus-Pack einmal ganz schnell so auf. Mit dem Skipper, Laporte 86er, immerhin ein bisschen Futter. Und den anderen machen wir natürlich mit unserem Stat-Reveal. Komm, Bro, das ist das Highlight. Das könnte das Highlight sein, ich weiß es nicht. Mal gucken, was will ich hier draus ziehen? Wir kriegen eine 80er Physis und ein 96er Dribbling. Könnte aber auch jetzt wieder ein Brand oder so sein. Ja, 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 ist ein Brand. Leider. Ich hab's direkt predicted, zum Glück. Zum Glück haben wir uns hier keine Hoffnung gemacht. Aber selbst dieser 93er Brand hilft diesem Team unglaublich weiter. Deswegen, wir schauen uns mal die nächsten zwei Picks an. Nächster, Keeper, der Stegen. Leider ein F. Und der letzte, komm. 91 Dribbling, ja, Pick hier. Ødegaard. Okay, dann nehmen wir wahrscheinlich... Schwierige Auswahl. Wir nehmen, glaube ich,
Ødegaard mit. Ja. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Premier League, deswegen nehmen wir Ødegaard mit. Ist nicht das Beste, aber ich sag ehrlich, das hilft dem Team auch schon ganz gut weiter. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Packs. Öffnen wir ganz schnell. Seltenes Goldspieler-Pack 84 plus. Auch nur ein 84er. Ist so krass. Ich finde immer so krass, wie man aus diesen Packs dann wirklich auch nur das Rating zieht. Warum kriegt man denn nicht mal einen höheren? Das ist so dumm. 3x 84 plus. Direkt hintereinander. Walkout wenigstens. Wer ist es? Ach, wow. 86er Savage kann man skippen. Dahinter wahrscheinlich dann 84er. Krass, crazy. Jetzt nochmal aber die Tradable Packs, ne? Also 50k Pack, 100k Pack. Da müssen wir hoffen, dass wir so 2-3 Walkouts ziehen, dass der Mann hier ein paar Münzen kriegt. Aber wir kriegen nicht mal einen Walkout. Schweiz, Sommer, muss ich mir gar nicht weiter anschauen. Aber gut, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Den packen wir auf die Transferliste für den Mann und ziehen das 100k Pack. Und ich sage ehrlich, wir ziehen das auch einfach ganz schnell hinterher. Ohne viel reden. Vielleicht nochmal ein Walkout auf cool zum Ende. Immerhin. Walkout nehmen wir mit. Gold. Haaland. Okay. 88er Haaland. Den kann er sogar benutzen mit Ødegaard linken. Sehr cool. Leider sonst nichts dahinter. Aber den kann man hier auch auf jeden Fall fett skaden. Und dann würde ich sagen, baue ich kurz das Team um. Wir haben hier 30.000 Münzen auf Tour. Die werde ich jetzt nicht ausgeben. Ich werde nur das benutzen, was wir gezogen haben. Leute, so sah das Team vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Boom, Leute. Das haben wir aus diesem Team gezaubert. Neuzugänge. Walker. Araujo. Ødegaard. De Jong. Haaland. Und Cole. Super cool, finde ich. Ist auf jeden Fall ein dickes, dickes, dickes Upgrade zum vorherigen Team. Und ja, Leute, ich habe doch ein paar Münzen ausgegeben. Ich habe hier Walker hingezaubert und hier De Jong, dass der Mann ordentlich einen Sechser hat, weil die Sechser waren wirklich Katastrophe. Haaland, Cruyff sollten es im Sturm auch regeln, auch wenn es der normale Haaland ist. Mit Zahlmaximum war ich komplett zufrieden. Cole war auch sehr cool und die Abwehr sieht jetzt auf jeden Fall auch etwas stabiler aus. 31 von 33 Chemie hat der Mann auch. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Upgrade, weil ihr dürft nicht vergessen, Leute, das Team sah vorher wirklich komplett Katastrophe aus. Und so haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was draus gezaubert. Und jetzt liegt es in deiner Hand, Bro. Du musst dieses Team jetzt weiter verbessern. Ich möchte von dir Bilder sehen, dass du das Team weiter verbesserst. Und wenn du dir denkst, ich möchte auch, dass Cenk für mich eine Weekend League spielt, SBCs Must Packs öffnet und eventuell auch die Quali spielt oder sonstiges, dann schreib mir in Instagram DM, Cenk-R, Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, Leute, das war's vom Video. Hat mir wieder wirklich sehr viel Spaß gemacht, den Account hier zu verbessern. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und ich bin raus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao, ciao.